herzlich willkommen heute am Campus Stendal. Ich bin Celine und ich möchte heute mit Cara und mit Christine über den Studiengang Reha-Psychologie, Rehabilitationspsychologie sprechen. Cara und Christine sind beide bereits im Master und haben aber auch ihren Bachelor-Studiengang hier an der Hochschule absolviert und werden ein bisschen was dazu erzählen können. Erstmal danke, dass ihr Zeit habt und hier seid. Vielleicht könnt ihr erstmal einen Einblick geben, worum geht es eigentlich im Studiengang Rehabilitationspsychologie? Ja, also im Endeffekt ist es ein grundständiges Psychologiestudium, aber wie der Begriff Rehabilitation schon sagt oder vermuten lässt, liegt der Schwerpunkt auf Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen. Dadurch hat man irgendwie einfach noch ein weiteres Spektrum an Menschen oder an Erkrankungen, die betrachtet werden können. Ja, es ist auch sehr klinisch ausgerichtet. So, das hast du vorhin auch schon gesagt. Also klinisch ausgerichtet, was sind denn dann so Besonderheiten im Studiengang, die sich vielleicht dann auch von anderen Normalpsychologie-Studiengängen unterscheiden? Also es ist halt, ich würde sagen, menschenorientierter auf jeden Fall. Also Forschung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle und man muss natürlich auch Forschung kennen, um so evidenzbasiert zu arbeiten. Aber ich glaube, der Fokus liegt auf jeden Fall bei uns auf der Behandlung, auf die Arbeit mit den Menschen generell. Genau. Und darum, den Menschen als Ganzheit zu erfassen, also nicht nur die psychologische Ebene zu betrachten, sondern auch, was liegt biologisch, also vielleicht auf medizinischer Ebene vor, wie ist das soziale Umfeld. Ich glaube, das ist so, das biopsychosoziale Modell ist so das, was man das ganze Studium durch wieder hört. Und die ICF, was soll ich sagen, ist so wie das Wahrzeichen von Reha, ja, sozusagen. Wenn ihr das jetzt sagt, es ist so praktisch ausgelegt, wie ist denn das Studium aufgebaut? Also Modul, wie funktioniert das? Im ersten Semester hat man wahrscheinlich eher Grundlagen und dann geht es weiter eher praktisch? Ja, also es steigert sich, würde ich sagen. Ich habe so für mich festgestellt, dass im Wintersemester meist Grundlagen sind und im Sommersemester vertieft man diese Grundlagen dann. Wo man dann auch viel eben so Wahlpflichtsachen hat, hat man auch im Wintersemester, aber im Sommersemester finde ich das noch prägnanter irgendwie, da sticht das so hervor. Wodurch man tatsächlich sein Studium im weitesten Sinne so gestalten kann, wie man möchte. Wenn man zum Beispiel schon eine Idee hat, in welche Richtung man gehen möchte, dann gibt es da auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ich glaube, da ist ein großer Pluspunkt, dass, vielleicht klingt es gar nicht nach einem Pluspunkt, wenn ich jetzt das Wort Wochenendseminare in den Mund nehme, aber die Wochenendseminare sind dazu da, externe Dozenten und Dozentinnen hierher einzuladen. Das sind teilweise auch Absolventen des Studienganges. Und die geben uns dann einen Einblick in den Arbeitsbereich, in dem sie jetzt arbeiten nach ihrem Abschluss. Und das ist halt wirklich vielfältig. Also ob das Neuropsychologie ist oder forensische Psychiatrie, da ist eigentlich alles Mögliche dabei, muss ich sagen. Bei so vielen Bereichen möchte man ja auch eigentlich in alles reingucken. Bei euch gibt es ja auch verschiedene Praktika. Wie genau sieht das dann aus? Wie läuft das ab? Wie viele müsst ihr machen? Und aus welchen Bereichen könnt ihr da wählen? Also wir mussten jetzt im Bachelor erstmal 16 Wochen Praktikum machen, am besten 3 verschiedenen Einrichtungen. Also da kann man sich eigentlich frei entscheiden, in was für einen Bereich man gehen möchte. Hauptsache ein Psychologe ist als Ansprechpartner da. Und im Master haben wir 12 Wochen Praktikum, die wir jetzt noch machen müssen und dürfen. Und das ist auf jeden Fall immer super, weil man da natürlich praktische Erfahrungen sammeln kann. Und die Wochen absolviert man auch innerhalb des ganzen Studiums sozusagen. Also man kann das in den ersten Semesterferien machen oder später und dann auch danach entscheiden, weil man sich vielleicht auch bereit fühlt, um in die Klinik zu gehen. Und dann kann man dann auch später sich austauschen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz interessantes Modul, das heißt Praxisreflexion. Da können wir zum Beispiel Situationen, die wir im Praktikum erlebt haben, in einer Gruppe besprechen, in unserem Seminar. Und dann können wir uns austauschen, was gut lief, was schlecht lief. Und das ist auf jeden Fall sehr. Also auch daraus lernen, was man praktisch erlebt hat. Ja. Und du sagtest schon 16 Wochen, tatsächlich ja nicht alle am einem Stück, oder? Ihr müsst das ja irgendwie in die Zeit zwischen den Semestern packen. Genau, das habe ich mich auch gerade gedacht. Ferien war eigentlich das Stichwort. Die Praktika finden in den Semesterferien statt und dadurch sind das meist so 4, 6 oder 8 Wochen.
Manchmal ist es ganz schön kurz, wenn man so denkt, boah, nach 4 Wochen, jetzt bin ich irgendwie drin in dem System, ich habe mich eingefuchst und eingelebt, auch auf der Station, im Team oder so, ja, und dann muss ich wieder gehen, aber zum Schnuppern ist das halt genau das Richtige. Manchmal wäre es auch cool, tatsächlich irgendwie mehrere Monate am Stück an einer Stelle zu sein, aber so hat man halt die Möglichkeit, in so viele verschiedene Bereiche gleichzeitig reinzugucken. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, das während des Semesters zu machen, indem wir zum Beispiel an der Hochschule Praxisprojekte belegen. Und da gibt es auch zahlreiche, die tatsächlich auch in die forschungsorientierte Richtung gehen, also empirische Praktika. Ja. Man wird nie fertig mit allen Bereichen, es gibt zu viel. Nicht also zu viel, auch in, was Zukunftschancen angeht, hat man also, überall kann man mal reingucken, aber es gibt auch noch viel, was man vielleicht noch im Anschluss ans Studium erstmal noch ausprobieren möchte oder wo man sich nochmal orientieren möchte. Ich glaube halt, dass die meisten Leute so während der Praktika merken, wo es halt hingehen kann. Und dann vertieft man sich meistens, also ich kenne viele, die sich dann im Laufe der Zeit in diesem Bereich auch austesten, dann vielleicht verschiedene Altersgruppen in dem Bereich, zum Beispiel wenn man jetzt in der Neuropsychologie ist, dass man dann guckt, ob man lieber mit Kindern oder mit älteren Menschen arbeiten möchte und dass man das im Laufe der Zeit so mitbekommt, was einem gefällt. Genau. Wenn wir über den Aufbau des Studiums sprechen, müssen wir auch ganz kurz über das Thema reden, dass der Studienbeginn jetzt erstmal auf den 15. August vorgezogen wurde. Ja. Wisst ihr warum? Könnt ihr uns das erzählen? Anfang diesen Jahres ist halt das neue Psychotherapeutengesetz in Kraft getreten. Es soll ja eigentlich ab diesem Wintersemester einen neuen Studiengang geben, den Studiengang Psychotherapie. Nach diesem Studiengang, wenn man den mit Bachelor und Master abgeschlossen hat, ist man schon approbiert. Wenn man einen Masterabschluss in Psychologie hat, ist man nicht approbiert und muss, um den, um den Abschluss eines Psychotherapeuten oder die Berufsbezeichnung zu erlangen, noch eine Ausbildung machen. Das muss man nach dem Studiengang Psychotherapie auch, aber es ist nur eine Weiterbildung. Und dadurch, dass man schon approbiert ist, kann man anders vergütet werden als nur mit dem Masterabschluss in Psychologie. Weil das ist eigentlich so ein bisschen das Problem, dass man, also dass sehr, sehr viele Studierende nach dem Master noch diese Psychotherapieausbildung anhängen möchten, aber sie eben sehr teuer ist und man eigentlich sich das nicht leisten kann, wenn man nicht wirklich noch irgendwo als Psychologe, Psychologin angestellt ist. Und wenn man aber diese Ausbildung macht und noch 40 Stunden irgendwo arbeitet, kann sich das ganz schön lange hinziehen und die 3 bis 5 Jahre, die dafür vorgesehen sind, können meist nicht eingehalten werden, sondern es werden oft 6, 7 oder 8 Jahre. Und wir haben halt jetzt, da das neue Gesetz in Kraft getreten ist, noch 12 Jahre Zeit, um diese Ausbildung abzuschließen. Also auch, man kann erstmal arbeiten, vielleicht nochmal Geld sich ansparen oder sowas und dann nochmal an diese Ausbildung ran. Genau, aber wir hätten jetzt nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, oh, ich will erstmal 10 Jahre arbeiten oder ich will erstmal die und die Weiterbildung machen, bevor ich nochmal eine Ausbildung mache. Ja. Und dann vielleicht mit 40 sage, oh, jetzt habe ich nochmal Bock. Also die Möglichkeit hat man nicht mehr. Okay. Sondern man muss sich schon am Ende des Studiums so relativ im Klaren darüber sein, will ich das machen oder nicht. Mhm. Ja. Ich glaube auch, die Regel ist, dass man es parallel macht. Also, dass man wirklich arbeitet Vollzeit und nebenbei die, also am Institut die Ausbildung macht. Okay. Wir haben jetzt ja ganz viel über Studium gesprochen, auch inhaltlich. Jetzt mal für, aus eurer Sicht, was gefällt euch denn besonders gut an dem Studium? Also, ich glaube, das ist halt dieses Praxisorientierte. Also, da hat man halt echt den Unterschied zu einer Universität, weil wir halt einfach alles viel praxisausgelegter haben, auch die Wochenendseminare, auch wenn das vielleicht Pro und auch Contra ist für manche, weil sie am Wochenende dann hier gebunden sind, aber tatsächlich sind das so die Seminare, wo ich auf jeden Fall das meiste, glaube ich, mitnehme, weil man so viel Zeit hat, weil auch Leute kommen, die gerade in der Praxis arbeiten zum Beispiel, und das hat man nicht überall, dass man so viel lernen kann, auch von Menschen, die halt wirklich in dem Beruf arbeiten. Habt ihr dadurch auch einen ganz engen Kontakt, wenn ihr so viel Zeit hier verbringt, zu euren Profs? Ist das auch ein Pluspunkt? Ja, also ich glaube, deswegen habe ich gerade so ein bisschen gelacht. Wenn man mich fragt, was ich so toll finde an dem Studiengang, fällt mir halt nichts ein, was ich nicht mag. Gute Aussage. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also ich wüsste gar nicht, die Praxisorientierung ist, glaube ich, wirklich der größte Punkt. Und dadurch, ja, wir haben schon einen sehr guten Zugang zu unseren Profs und zu den Dozenten und Dozentinnen. Teilweise duzt man sich sogar. Also man ist hier halt nicht nur eine Matrikelnummer, sondern irgendwann kennen alle die Gesichter. Auch der Matrikel ist halt nicht riesengroß, sodass man
irgendwann so ein Gefühl von der Schulklasse hat, weswegen die Wochenendseminare, das klingt jetzt so, als hätten wir das jedes Wochenende, ist ja nicht so, das variiert auch. Manchmal sind es 2 Wochenende in einem Semester, aber dadurch macht es auch manchmal Spaß mit den richtigen Leuten so, am Wochenende in der Hochschule. Eigentlich ist es ganz entspannt auch manchmal. Würdet ihr auf alle Fälle weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde es immer wieder so machen. Ja. Ja, super. Dann hoffe ich, es hat euch einen sehr guten Einblick gegeben. Ich hoffe auch, vielleicht konnten wir den einen oder anderen für den Studiengang begeistern und sehen euch dann vielleicht auch schon dann ab dem nächsten Semester hier in Stendal. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Macht's gut. Tschüss.